said, "Truly I say to you, ask and you shall receive, seek and you shall find." Willkommen beim Behind You. Es ist heute Donnerstag. Wir haben den 12.10.2017. Uhrzeit ist 19.29 Uhr. Warum ich euch das mitteile, hat einen folgenden Grund. Ich möchte jetzt ein Ritual machen. Ich habe auch Martin nichts davon gesagt, dass ich heute dieses Ritual machen möchte, weil er davon abgeraten hat. Deswegen probiere ich es jetzt alleine. Der wird sicherlich auch ein bisschen blöd gucken nachher, wenn das Ritual online ist. Aber Martin kennt mich mittlerweile und er weiß, dass ich solche Dinge auch trotzdem durchziehe. Und dadurch ich halt ein neugieriger Mensch bin, ich mich da kurz zu entschlossen habe, das heute zu machen, werde ich euch das jetzt heute präsentieren. Das Ritual heißt Ritual der Entgleisung. Bei dem Ritual soll der Wahnsinn im Mensch zum Vorschein kommen. Ein Dämon soll sich bemerkbar machen und den Anrufenden irre machen durch Geräusche und allerlei. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Man soll auf jeden Fall folgende Gegenstände benötigen. Man braucht Salzwasser, man braucht eine leichte Dunkelheit, man braucht eine Taschenlampe, Handspiegel und Mut. Naja, Mut haben wir. Ich soll mich jetzt gleich auf jeden Fall in den dunklen Raum setzen. Ich habe hier überall jetzt mal so ein bisschen schon mal so Taschenlampen, sag ich schon, so Kerzen angemacht. Ich habe jetzt hier oben noch eine Lichtquelle an der Decke oben. Und man soll dann die Augen mit Salzwasser benetzen und auch die Lippen. Dann geht es weiter. Man soll dann die Augen öffnen und in den Spiegel schauen. Den Spiegel habe ich auch. Habe ich auch hier. Und wenn was zu erhören ist, soll man den Mut einfach beibehalten, sitzen zu bleiben. Ansonsten wird es hektisch, soll es so sein. Ich weiß es nicht, lass mich überraschen. Es soll so eine Legende geben. Es soll ein Mann um die 30 damals in einem Salzsee qualvoll ertrunken sein. Man hat ihn irgendwie des Diebstahls beschuldigt, steht hier, und das Volk hat ihn lebendig in den Tod getrieben. Die Qualen sollen halt so schlimm gewesen sein, dass er durch dieses Ritual sich bemerkbar machen soll. Probieren es einfach aus. Ich lasse mich einfach mal überraschen von dem Ganzen. Also, was muss ich machen? Ich muss mich jetzt gleich in den Raum setzen. Der Raum muss erstmal abgedunkelt werden, nur mit Kerzenschein. Dann soll ich mein Gesicht beleuchten. Dann soll ich meine Augen mit Salzwasser und die Lippen bestreichen und in den Spiegel schauen. Probieren es aus. Lasst uns probieren, Leute. So, okay. Spiegel haben wir. Ich weiß noch nicht mal, ob es eine gute Idee ist. Martin, tut mir leid, verzeih mir, aber ich bin neugierig. So, also. Okay, ich zeige euch den aktuellen Zustand. Hier haben wir den Spiegel. Kerzen an zum Schutz heiligen Bilder. Bin ein bisschen nervös. Licht aus. So. Hier vorne ist auch noch eine Kerze. Es gibt keine Zugquelle. Fenster ist geschlossen. Türe ist geschlossen. Die Tür hat einen Spalt. Die machen wir zu. Also man sieht jetzt schon, wir gehen mal zu den Kerzen. Hier sind schwarze Kerzen aufgestellt zu der Haunted Door. Die Kerzen, schaut hier in die Kerze, es ist schon aktuell einiges. So, Wasser habe ich hier. Ach, Taschenlampe. Habe ich, wo habe ich die denn? Habe ich doch noch gerade gehabt. So, mal eben suchen. Ja, es ist halt jetzt wirklich ein bisschen Live-Beleuchter. Okay, wir beleuchten das Ganze einfach mit einer Kerze, würde ich sagen. Wir machen eine Kerzenbeleuchtung, das finde ich geil. Eine geile Idee. Okay, dann nehmen wir die Kerze hier hin. Okay. Spiegel. Reihenfolge soll jetzt nicht so relevant sein. Wichtig ist, dass die Augen und die Lippen benetzt sind. Ich habe hier, zeige euch das,
Hier ist die Flüssigkeit drin, Salzwasser. So. Benetze die Lippen. Bisschen nervös bin ich. Benetze die Augen. Oh, es brennt. Oh. Also Leute, Salzwasser in den Augen kommt nicht gut. So. Man soll in den Spiegel schauen. Okay, Spiegel habe ich hier. Damit ihr das seht, Spiegel ist genau dazwischen. Und man soll eine Kerze, sein Gesicht mit einer Kerze beleuchten und dabei in den Spiegel schauen. Und man soll abwarten. Gewesen. Also ich bin komplett alleine. Interessant, diese Kerze hier unten. Ich traue mich sogar nicht in den Spiegel reinzuschauen, weil das eine ganz komische Szene ist gerade. Wenn du anwesend bist, mach dich bemerkbar. Jetzt schauen wir in den Spiegel. Wenn du anwesend bist, mach dich hier und jetzt bemerkbar. Komm, trau dich, gib mir irgendein Zeichen. Die Stimmung ist absolut eklig, Leute. Es ist absolut ekelhaft. Traust du dich nicht? Ich kriege mal langsam so einen Druck in der Brust. Ich habe ein bisschen Gänsehaut im Nacken, merke ich gerade. Und es ist wieder dieses Gefühl, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Ich rufe dich hiermit. Du weißt, dass ich dich meine. Wenn du dich traust, gib mir irgendein Zeichen jetzt. Kerze wegstellen. Ein Spiegel aufs Whiteboard kommt nicht gut. Wenn du hier anwesend bist, gib mir ein Zeichen. Oh, die Kerzen machen mir so ein bisschen. Schaut euch das mal an, Leute. Gebe mir ein Zeichen jetzt. Guckt euch die Kerze da unten an. Ja, jetzt kommt bestimmt wieder. Ja klar, Kerzen flackern immer. Ich sag euch nur, wir haben hier keinen Durchzug oben. Trau dich, ein Zeichen mir zu geben. Leute, die Stimmung, ja, die ist Horror. Gib mir ein Zeichen. Ist irgendwas gegen meinen Kopf geflogen gerade. Kann eine Fliege gewesen sein, oder? Gib mir ein Zeichen. Ich rufe dich hiermit.
diesem Ritual rufe ich dich, der du bist gestorben. Ich habe für dich meine Augen und meine Lippen mit Salzwasser benetzt und in den Spiegel geschaut. Was möchtest du noch mehr? Mehr kann ich für dich nicht tun. Außer du kannst was für mich tun, dass du dich jetzt irgendwie bemerkbar machst. Oh. Jetzt wird's kalt. Jetzt wird's kalt, Leute. Oh, ich hab Gänsehaut. Ich hab so Gänsehaut gerade. Ich hab so fucking Gänsehaut. Oh, guckt, wenn ihr mal das sehen kann. Oh, fucking Alter. Fick dich. Entschuldigung fürs Wort. Ich hab so Gänsehaut. Komm her. Spiel mit mir. Schiss oder was? Ich bring dich ins Licht, wenn du dich zeigst. Es sah gerade so aus, als wenn das Pendel sich bewegen würde. Boah, ich hab so... Boah, ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass mich hier jemand berührt, ey. Wie krank ist das denn? Ist das krank, Alter? Oho! Heftig. Das wird eiskalt. Wo kommt denn der kalte Windzug her? Guckt euch die Kerzen an. Die drehen alle am Rad hier. Leute, hier ist alles zu. Ich zeig's euch. Fenster zu. Guckt mal selbst hier. Tür zu. Tür zu. Und selbst hier. So, ich glaube. Ich drehe mal Cam um. Es ist auf jeden Fall was da. Muss ich so sagen, wie es ist. Es ist auf jeden Fall eine Präsenz anwesend. Es ist richtig kalt im Raum. So richtig, richtig kalt im Raum. Und dieses Gefühl, dass du nicht alleine bist, dass hier noch was ist. Aber ich bin alleine. Aber mal ganz ehrlich, du machst mir keine Angst. Oh Leute, das war glaube ich nicht gut. Schaut euch die Kerze an. Leute, schön, dass ihr reingeschaut habt. Macht mir ein bisschen Sorgen hier gerade, die Kerze. Schön, dass ihr reingeschaut. So, in dem Sinne möchte ich auch gar nicht lang quatschen. Ich werde jetzt ein bisschen noch mit dem Witchboard hier oben arbeiten. Und mal schauen, was ich rauskriege. Und ich werde die Seele jetzt ins Licht führen. Sonntag kommt ein neuer Teil. Jetzt Freitag kommt Martin, drehen wir ganz neue Teile. Und ich sag mal, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Behind you. You